Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind gerade, also letzte Folge haben wir bei uns zu Hause ausgemacht. Ich bin nur hier zum Supermarkt gefahren. Ich will ordentlich nur gucken, was wir jetzt genau brauchen. Und dann holen wir kurz einen Nachschub. Ich hoffe, das ist jetzt mal billig. Eigentlich brauchen wir nur Energy, dieses Tropical-Zeugs. Oh, und Wasser wahrscheinlich. Oh man. Okay, warte mal. Wir haben noch unsere schöne App, ne? Energy steht ja immer noch drin, sehr schön. Tropical, das kann man sich ja sonst eh nicht merken. Wasser. So, und was war das noch? Cola-Dose, ne? Cola-Dose? Ja, gut, schreiben wir mal Dose. Passt schon. Passt schon. So, Moment. Genau, Tropical, Energy, Wasser, ja, Cola-Dosen haben wir nur noch zwei. Die reichen erstmal, Tee haben wir genug. Und die beiden Cornflakes. Ansonsten, Erdnussbutter haben wir auch nicht mal allzu viel. Ah, der Rest geht noch. Okay. Ich will halt ein bisschen das, was wir hier schon da haben, wirklich weiter im Programm behalten, damit die Leute nicht unzufrieden werden. Okay. Cornflakes. Ich weiß, das sind Cerealien. Ich schreibe jetzt aber trotz Cornflakes 1 und Cornflakes 2, dann weiß ich, was gemeint ist. Sehr schön. Und Erdnussbude. Sehr schön. Das müssen wir jetzt erstmal besorgen. Ich hoffe, unser Geld reicht. So viel haben wir ja nicht. Unser Angestellter kommt gleich auch noch. Aber den Rest haben wir eigentlich alles noch genüge. Yo. Gut, Brot haben wir noch. Ich hoffe, dass das klappt. Wir werden den Laden jetzt auflassen, während wir einkaufen. Damit gleich in den Bäumchen Geld reinkommt. Sehr schön. Dann fahren wir gleich zu unserem Supermarkt des Vertrauens. Ich versuche hier ein bisschen geschmeidiger um die Kurven zu fahren. Mit Gefühl. So, hier sowieso. Hier ist die Brücke. Hier schleudert man ja gerne mal raus. Das ist sehr schön. Ja, guck. Das war unser Angestellter. Dieser Gierlumpen verlangt doch tatsächlich täglich sein Gehalt. So, ich hoffe, dass wir jetzt genug verdienen, um hier Nachschub zu kaufen. Erstmal gucken wir beim Energy. Das brauchen wir schon so lange und es ist Gott sei Dank mal wieder billig. Nehmen wir gleich einen von mit. Wir brauchten auch die, das weiß ich. Die sind auch noch billig. So, wir brauchen auch die beiden. Zack und zack. Oha. So, warte mal, eins nach dem anderen. Leute, kauft, ich brauche Geld. Kauft. So, Energy kann erstmal raus. Dann haben wir ja schon. Sehr schön. Die Cola-Dose kann raus. So, die beiden Cornflakes können raus. So, dann hätten wir das zumindest. So, Schummer. Dann fehlen uns noch Tropical Wasser und Erdnussbutter. Jo. Das Problem ist jetzt das Geld, ne? Gucken wir erstmal nach Tropical. Das ist das Zeugs. Nee. Das war Tropical. Tropical ist gerade teuer. Okay. Und wie sieht es mit Water aus? Das geht. Sehr schön. Ich pack das mal kurz aufs Auto. Wir brauchen Platz. Das wird zumindest das, was wir im Programm haben. Ich hoffe, Tropical hält noch ein bisschen durch. Wieder da haben. Leg bitte Rohre hin. Was nicht? Warum nicht? Ich habe es jetzt extra ordentlich gestapelt. Naja, dann eben da hin. Jetzt leg ich mal das schon gerade hin. Er passt da trotzdem nicht. So, gut. Tropical geht nicht. Wasser? Wasser hatten wir gerade, oder? Energy. Mädchen, noch mal kurz gucken. Cola. Cerealien. Da, ja, Wasser haben wir auch. Okay, wir sind auch schon wieder hungrig. Da gucken wir und wie ich durcheinander.
Dann kann Wasser auch raus. Truppiges teuer, dann brauchen wir gleich nochmal Erdnussbutter. Dann kriegen wir hin. Wenn sie nicht auch teuer ist. Erdnussbutter war hier, ne? Hey, Erdnussbutter. Ne, das sind Nuts. Nur Nüsse? Ich wollte die Erdnussbutter. Wo war die denn? Die gute Erdnussbutter ist die, ne? Jo. Ah, die geht auch. So, dann reicht das jetzt aber auch erstmal. Wie gesagt, Tropical ist teuer. Das geht gerade nicht. Ich hoffe, die eine Dose da, die hält durch. Ich werde jetzt mal versuchen, den Laden weiterlaufen zu lassen. Während wir einräumen. Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr Geld machen. Ich hoffe, dass es mit dem Gemüse funktioniert. Dass sie das so kaufen, kann natürlich auch sein, dass wir es einzeln reinlegen müssen. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Tanken müssen wir nämlich auch bald. Solange uns hier nicht irgendwann mal ein Zug wegbrät, hat es ja alles in Ordnung. So, gekauft wird zumindest fleißig. Dann nehmen wir erstmal da drunter, was geht. Sehr schön. So, dorthin erstmal alles hinstellen. Ich weiß auch nicht, ob wir später noch mehr Angestellte kriegen oder so. Das weiß ich nicht. Aber schön wär's. So, stell hin. Wir werden jetzt einmal kurz... Ah, Tropical is not door. Wasser haben wir eh neu. Kohle haben wir nicht mehr so viel von. Chips, Ei... Ah, wieso sind jetzt die Chips und Eier alle? Die waren doch eben noch da. Ah, okay. Wir trinken... Ah, wir nehmen eine Wasserbottle. Die haben wir eh. So. Und da essen wir ein Brot, der postet. So, die guten Energy Drinks. Die fehlen uns schon so lange. Die stellen wir jetzt erstmal hin. Dorthin, so, hierhin. Sehr schön, den haben wir hier. Das sind die Cola-Döschen. Die stellen wir hier auch hin. Dass wir zumindest wieder unser Standardsortiment aufgefüllt haben. Zerolien sind die normalen, ne? Ja. Die stellen wir hier auch wieder in Reihe und Glied auf. Wie es sein soll. Weißt du was? Erst quaken sie alle nach Tee. Jetzt, wo wir Tee doch haben, kauft den Corner, ne? So, den Ohren stellen wir erstmal. Machen wir Tür auf hier nach hinten. Was war das? Toilettenpapier. Gut, da sind die Wasserflaschen. Aber so verdienen wir zumindest noch ein bisschen Geld nebenbei. Ich hoffe, Tropical hält durch. Nein, Tropical hält nicht durch. Verdammt. Wurde gerade weggekauft. Ah, Tropical ist aber gerade zu teuer. Was ist denn das? Okay, die haben wir noch genug. So, das sind die anderen, die Ring-Zerolien. Die stellen wir hier natürlich auch wieder auf. Ein bisschen gerade. Hm. Ah, gerade ist was anderes, aber... Kriegen wir alle hin, ne? Jo. Sehr schön. Und den haben wir hier selbstverständlich noch. Das ist die Erdnussbutter. Wunderbar. Und die gehört ja hier unten drin. Davon stehen noch zwei Gläschen, aber... So, die kommen erstmal noch hinten. Okay, Tee und Toilettenpapier. Toilettenpapier kann ich mal gucken. Ja gut, den einfüllenden Toilettenpapier kriegen wir hin. Aber wir brauchen jetzt dringend neuen Kaffee, Eier. Und was war hier? Ich glaube nur Chips und Schwämme, ne? Oh, hä, du. Die kaufen natürlich aber auch so rucki-zucki weg. Hier nehmen wir raus, haben wir eh nur noch das eine.
Zumindest wird jetzt schon vermehrt gekauft, also da kann man sich nicht mehr beschweren. So, den müssen wir jetzt einmal kurz googeln. Sales. Mesh Avocado, das ist das Sandwich, Kaffee, Eier, Pfefferchips. Naja, okay. Hier waren wirklich nur sehr schön die Schwämme und die Chips. Okay. Ansonsten, da kommst du gar nicht hinterher mehr nachkaufen. Energy wurde wieder gekauft. Gut, auf jeden Fall brauchen wir noch ein paar Sandwiches. Erdnussbutter kann raus, dann haben wir. So. Sandwich und ist wahrscheinlich falsch geschrieben, ist egal. Wir brauchen auf jeden Fall auch Kaffee. Ja, wenn ich schon mit C schreibe, dennoch auf Englisch, mein Freund. Ansonsten mit K. So, Kaffee. Einmal kurz googeln. Das haben wir alles noch. Ich glaube, hier hatten wir gar nichts den, oder? Nö, Tee haben wir noch. Vielleicht die Cola-Flaschen nochmal. Die sind auch fast leer. Ansonsten geht hier alles. Chips nochmal und Eier. Eieieiei. Okay. Chips. Oh yeah. Kaffee hatten wir schon aufgeschrieben. Alles klar. Fehlt dir sonst noch irgendwas? Eier haben wir, Kaffee haben wir. Schwämme könnte man nicht auch wieder gebrauchen. Ich weiß nicht, was hier stand. Hatten wir da überhaupt was stehen? Ja gut, und die Cola-Flaschen nochmal, ne? Das kriege ich nie im Leben alles gekauft. So, dann schreibe ich jetzt mal nur Cola. Chips haben wir schon, Schwämme. So, aber da war doch sonst noch irgendwas, oder? Kaffee haben wir. Ei. Ne, Ei haben wir auch schon aufgeschrieben. Okay. Ich glaube, den haben wir jetzt alles. Sandwich haben wir, Mondamin haben wir noch genug. Tee? Wurde der überhaupt mal gekauft? Nee, ne? Bip. Aber es wird mittlerweile viel gekauft. Und Tropical Zeugs können wir aktuell nicht kaufen. Okay, und ob das hier. 5? Sieht nicht so aus, als wenn das hier gekauft wird. Ich glaube, das muss ich wirklich instant hinstellen. Gut, dann nehmen wir erstmal die Karotten. Es ist natürlich doof, dass wir die einzeln reinlegen müssen. Aber es sieht wirklich danach aus. Naja, gut. Gibt es halt mal schwarze Luxuskarotten. Das ist sehr schön. Und die Kukumber gehören hier eigentlich sowieso nicht rein, aber die legen wir da jetzt mal rein. Ob den Herrschaften das nun passt oder nicht. So werden die vielleicht mal gekauft. Immerhin haben wir dafür teuer Geld bezahlt. So, wir fahren nochmal los. Wir müssen nochmal einkaufen. Nützt alles nichts. Wir brauchen die Waren. Gut, das ist natürlich schön, wenn man das später alles so bestellen kann, aber dafür müssen wir erstmal dementsprechend Money kommen. Aber vielleicht kaufen sie ja jetzt auch das Gemüse. Schön wär's. Kommt man sich echt ein bisschen vor wie bei GTA im Indie-Game. So. Wir können sowieso nicht alles kaufen. Den muss ich erstmal kurz in die schönen Notizen gucken. Wir fangen erstmal an mit Sandwich und Kaffee. Sandwich und Kaffee. Kaffee. Jo, Kaffee ist zumindest noch bezahlbar. Sandwich, die waren hier, die... Gut, Sandwich geht erstmal nicht, alles klar. Aber Kaffee, der kann schon mal raus. So, dann gucken wir erstmal nach Chips und Eiern. Chips hatten wir immer die sind auch gerade gut. Eier sind auch gerade teuer, okay. Ah, das ist immer das Problem, aber zumindest die Chips hätten wir.
Und Cola und Schwämme muss ich nochmal gucken. Cola hatten wir die. Die ist auch gerade okay. Und Schwämme. Jo. Mindestens etwas. Dann fahren wir auch gleich wieder zurück. Ja, es bringt mir nichts, die teuren Sachen zu kaufen. Ich mache Minus damit. Vielleicht mache ich die Kunden glücklich, aber Minus. Auch Minus kann ich mir im Moment nicht erlauben. Das geht nicht. Wir wollen ja schließlich auch Geld verdienen. Aber es klappt zumindest langsam. Ich glaube, man wird irgendwann auch auf Vorrat kaufen müssen, sonst kommt man gar nicht mehr mit dem Einkaufen hinterher. Aber es geht aktuell halt nicht. Und demnächst werde ich, ob es mir nun gefällt oder nicht, tanken müssen. Und ich vermute mal, für Öl ist der Repair-Shop zuständig. So, das hier wären Schwämme. Das sind die Cola-Flaschen. Das sind die Chips, die kommen hier mit hin. Und dann haben wir noch mal einen Kaffee, der kommt auch hier hin. Gut, dann erstmal die guten Schwämme. Wie viel kriegen wir da hin? Warte mal. Ich glaube, 4. 2 also noch. So. Einmal raus aus Regal, einmal richtig drehen. So. Ah, einer passt noch. Einer passt noch. Der Rest geht den erstmal noch hinten. Sehr schön. Gut, das sind die Pfefferchips. Die kriegen wir vermutlich... Ah, vielleicht nicht alle. Ich nehme erstmal 3 mit. Ich will das hier alles mal ein bisschen ordentlicher stehen haben. Wir stellen die hier jetzt alle in Reihe und Glied auf, damit wir mehr raufkriegen. So, die stimmen mich jetzt hier mit zu. Die alten Sachen erstmal nach vorne. Eine passt noch. Sehr schön. Und das hier wäre Koffee. Koffee 2, würde ich sagen. So, wollen wir ein bisschen Platz in den Regalen lassen. Eier haben wir zum Glück noch ein Paket. So, das kommt dann, glaube ich, alles nach hinten. Hier sind die Cola-Flaschen. Hier muss ich mal kurz gucken. Stell mal nach hinten, mein Freund. Ah, das Regal hier ist furchtbar. Ich glaube, die kriegen wir ja alle hin. So. Das nochmal. Ja, ich weiß, die quaken gerade ein bisschen rum, dass wahrscheinlich für das Tropical-Zeugs fehlt. Sehr schön. Aber der Rest, also Energy, geht auch schon wieder zur Neige. Genauso wie der Blubbery Touring. Sandwiches haben wir ja nicht gekriegt, haben wir aber zum Glück noch 2. Frittierfett haben wir noch genug, Erdnussbutter. Nudeln gehen auch noch, hier waren die auch schon wieder fleißig bei, aber es geht. So, Kaffee erstmal nach hinten. Davon hätten wir aber noch einen. Den können wir hier gleich mit hinstellen. So. Den da hinten. Erdnussbitter können wir auch hinstellen. Ah, kommen wir da ran? Ah. Nicht so wirklich. Stellen wir erstmal so hin. So. Die Schwämme gehen auch erstmal nach hinten. Sehr schön. Zumindest lüft es einigermaßen. Ansonsten ist ja eigentlich alles Gefragte da. Ich hoffe, dass die am nächsten Tag billig sind. Genau wie das Blubberzeugs hier. Ansonsten Chips sind da, Schwämme sind da. Eier müssen auch mal wieder billiger werden. Klopapier haben wir noch. Der lüftet ja. So, Schwämme können raus. Die haben wir. Cola kann raus. Eier nicht, Sandwich nicht, Tropical nicht. Das muss auf jeden Fall drin bleiben. Das brauchen wir dringend. Ja, ja. Der Rest geht alles, ne? Ah, Nudeln wird demnächst kommen. Davon haben wir noch genug. Sandwich haben wir ja noch drin. Aus Mondamin-Zeugs. Was ist das eigentlich genau? Ach, das ist ja Käse. Okay.
Das könnte ich schon mit reinsetzen eigentlich in die Liste. Das ist wichtig. Schieß mild. So. Und was fehlt denn noch, was wir nicht drin stehen haben? Na, Klopapier haben wir nicht noch genug. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, Gedächtnis wie ein Sieb. Das Blubberzeug haben wir ja drin. Sandwich haben wir drin. Spaghetti, ne? Spaghetti. Eier stehen ja auch schon drin. Spaghetti. Sehr schön. Da müssen wir uns beim nächsten Mal drum kümmern. Heute bringt er nichts. Alles teuer. Ja, so wird's gekauft, wie es aussieht. Sehr schön. Und da muss ich ja jetzt auch drauf achten, dass davon immer genug da ist. Brot ist alle. Einmal kurz rüber stratzen. Wir haben ja gerade ein bisschen Geld. Klar, die Kunden sind noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber es wird besser, es wird besser. Es kaufen schon viel mehr Leute ein als vorher. Brot, 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 Brot. Was kostet denn dein Brot, mein Freund? Gerade billig. Nehmen wir mit. Dann nehmen wir auch einmal mit. Haben wir auch nicht mehr viele. Da will ich ja auch möglichst viele verschiedene. Ich glaube, andere Sachen nehme ich erstmal nicht ins Programm. Dafür will ich extra Regal haben später. Aber die zwei Sachen sind schon mal gut. Das hält ja zum Glück auch immer lange. Komm, schlag zu, Mensch! Ah, sie verziehen sich feige. Okay. Das ist sehr schön. Stillen. Stillen. So, Baguettes kriegen wir alle hin. Wir machen erstmal Brot. Brot ist alle. Das ist wichtig. Sonst gibt es hier wieder Gemäger. Das kennen wir ja schon. Wunderbar. Baguettes, die passen eh alle hin. Also hau rein. Aber biete gerade, ja? Sehr schön. So nochmal. Mal abgesehen davon müsst... Ja, gerade so. Da brauchst du ja auch noch einer. Sehr schön. Die werden drin. Wir haben auch hungrig. Den futter mal ein Baguette, mein Freund. Wir nehmen mal hier weg. So, das hier wird definitiv gekauft. Sehr schön. Obst gibt auch gut Geld. Kaffee fehlt noch. Eier müssen wir uns dringend kümmern. Ganz dringend. Ja, ich glaube, ich bin in der Land zu. Jetzt muss ich nochmal eine Bestandsaufnahme machen. Das wird hier ja schon wieder alles eng, du. Okay. Aber Geld kam dafür gut rein. Tee wurde nicht gekauft. Kaffee haben wir noch. Ich glaube, zwei Kaffee kriegen wir hin. Bin mir aber nicht so sicher. Nein, nur ein. Gut, dass ich nur einen mitgenommen habe. Sehr schön. Was haben wir denn hier sonst noch so? Tee ist immer noch hier. Kerf haben wir gerade. Chips sind noch voll. Schwämme auch, ne? Ja, naja, gut, voll nicht, aber geht noch. Wichtig ist Eier. Wichtig ist wirklich Eier. Und die werden auch immer sehr gut gekauft. Erdnussbutter haben wir noch genug. Frittieröl auch. Da läuft alles. Getränke ist immer so ein Problem. Getränke wird viel gekauft. Das ist auch mal so ein Problem. Aber noch haben wir genug. Noch haben wir genug. Die kaufen ziemlich viel Obst. Brot wird wieder gekauft. Ein Träumchen. Mensch, da kommt ja dick Money rein. Jo, Lan hat er eh gleich zu. Muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben ja alles aufgeschrieben, was wir brauchen. Tee kauft hier keine Sau. Irgendwie. So, jetzt nehmen wir alles mal ein bisschen ordentlicher hin. Haben ein bisschen besser Überblick. Aber kaufen brauchen wir die noch nicht, oder? Ah, vielleicht doch. Das bringt momentan hier alles gut Geld. Schreiben wir noch einmal Cerealien 1 mit rein. Also Cornflakes 1. Sehr schön. Was wir hier schon wieder alles kaufen müssen. Ne? Das Problem ist, ich muss auch tanken. Ich weiß nicht, wie teuer tanken ist, aber ich muss dringend tanken. Ich fahre doch jetzt einmal hin. So viel Zeug muss sein. Ah, aber wir kommen mittlerweile an größere Geldsummen als am Anfang noch. Ich fahre einmal zur Tanke. Aber sonst geht uns der Sprit bald aus. Öl haben wir zum Glück noch ein bisschen. Ja,
wenn wir so weitermachen, haben wir bald kein Auto mehr. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr tanken. Jetzt hat er schon wieder Durst. Nee, nee, nee. YouTube. Da ist die Tonke. Ja, aber geldmäßig lüfte es. Sehr schön. So, oha, komplett voll 273. Alter, ist das Tanken teuer. Aber jetzt haben wir voll, ne? Jo, Auto ist voll. Muss leider sein, aber gut, das reicht ja eine ganze Weile. Leider, Leute, brauchen wir ja den Sprit, ne? Zumindest haben wir genug Geld, unseren Angestellten zu bezahlen. Ich glaube, jetzt ist auch zu, der Laden. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. Oh, wie heißt das so schön? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Okay. Oh ja, oh, hier ist noch Betrieb. Na, er ist aber weg. Gut, das reicht hoffentlich noch für einen Tag. Wichtiger sind erstmal die Sachen, die wir aufgeschrieben haben. Jo, jo. Kommen wir da so ran? So ein bisschen ordentlicher hinstellen kann? Sehr schön. Ah, wichtig ist auf jeden Fall das Tropical. Das ist das Wichtigste, weil das haben wir gar nicht mehr. Und Eier haben wir auch nur noch ein. Der Rest geht ja noch. Wir trinken jetzt eine Cola, davon haben wir am meisten. Jo, und die, ja gut, da kriege ich so oder so keinen mehr hin. Das Wichtigste wäre im Moment echt das Tropical. Ah gut, ja gut, ja gut. Dann müssen wir mal gucken, ne? Geldmäßig haben wir jetzt nicht mehr so viel. Eier brauchen wir auch. Da haben wir nämlich nur noch ein Paket von. Und wir haben hier echt... Na? Okay, kriegen wir hin. So einfach ist es nicht, aber tanken mussten wir. Das bisschen Geld, was wir haben, das geht drauf für unseren Angestellten. Aber vielleicht haben wir bis dahin ja noch ein bisschen verdient. Schön wär's zumindest. Ist aber ehrlich gesagt, das macht schön Spaß, das Spiel. Aber es ist gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten. So, denn die tägliche Routine zu Hause, Stuhlgang und den schön waschen und den ab ins Bild. Ah, herrlich. Wunderbar. Einmal waschen. Wunderbar, schlafen legen und dann geht's morgen hier selbstverständlich weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.